Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir haben es gerade relativ früh, ich habe meine Uhr noch nicht rum, dann kann ich euch sagen, wie spät wir es jetzt gerade haben. Ich muss nämlich gleich, ich habe heute frei und an meinem freien Tag fahre ich erstmal zum Seminar. Theoretisch gesehen könnte ich dazu auch ein Video machen unterwegs, aber mein Speicher vom Handy. Ich meine, ich kann jetzt so gerade mal 34 Minuten aufnehmen, jetzt nehme ich ja auch gerade auf, bin schon wieder relativ dunkel. Es fuckt mich so ab mit diesem Licht hier, aber egal. Jedenfalls, hier mit meinem Michael-Kurzeler-T-Shirt, jedenfalls geht es darum, dass ich eine Review machen möchte zum Film Terrifier 2. Ich habe mir den vor 2 Tagen angeschaut und möchte jetzt hier mit euch zusammen auf den Grund gehen, ob der Film wirklich so schlimm ist, wie es damals in den Medien gesagt wurde, oder ob das halt wieder so eines dieser normalen Horrorfilme sind. Erst einmal die Story. Ja, der Clown, Art the Clown, ne, wird halt ja nach seinem letzten Massaker ermordet und wird dann halt ein Jahr später, wie es gesagt wird, in einer Leichenhalle wieder zum Leben erweckt von einer mysteriösen Macht und beginnt dann wieder das Morden. Dieses Mal terrorisiert er eine Familie, die halt besteht aus Sienna Shore, Jonathan Shore und Barbara Shore. Das, Barbara ist die Mutter. Sienna und also Sienna halt dann die Tochter und Jonathan halt der Bruder von Sienna und so weiter. Und tut dann dabei ein paar Leute bestialisch ermorden. Ne? Ich sage ja nur die Schlafzimmerszene, die hat jetzt schon reingehauen, muss ich sagen. Ja, und es kommt dann, wie es kommen muss. Es entpuppt sich dann, dass Sienna eine mysteriöse Kraft hat, womit sie sich vom Leben wieder erheben kann, um dann mit ihrem Schwert den Clown abzustechen und zu enthaupten. Ja, ich sollte erwähnen, es gibt Spoiler in den Film, in dem Video. Ich glaube, das soll ich auch nochmal in den Dings reinschreiben, dann in den Titel, Spoiler. Ja, so viel zur Story. Erst einmal Hintergrundinformation. Der Film ist aus dem Jahre 2022, ist von Damien Lee, was? Damien Lear. Damien Lear. Gottes Willen, ist das immer... Ich liebe es. Ja, der erste Teil hatte übrigens ein Budget von nur 33.000... Nee, halt. Oh Gott, warum muss ich immer so klein schreiben? Von 35.000 US-Dollar und ein... Ja, ein Spiel gibt es ja jetzt nicht aufgeschrieben. Aber der zweite Teil hatte schon ein deutlich höheres Budget von 250.000 US-Dollar und dann ein Spielergebnis von 14,8 Millionen US-Dollar, was natürlich der Wahnsinn ist bei so einem Budget. Das ist ja... Ey, bleib stehen. Das ist ja der absoluter Wahnsinn. Ja. Ich muss gestehen, erst einmal muss ich Willi komplett recht geben. Willi hat damals zu mir gesagt, wenn du dir Vomit Gore anschaust, verspreche ich dir, wirst du abgehärtet sein. Das ist sozusagen deine Horrorfilmimpfung. Wenn du Vomit Gore guckst, dann wird dich nichts anderes mehr so wirklich... ja, schocken, es wird dich erkalt lassen. Du wirst trotzdem noch sagen, bah, Junge, was zum Teufel geht da ab? Aber es wird dich nicht mehr so schocken, wie jetzt zum Beispiel einer anderen. Und wir haben ja damals in den Medien recht oft gelesen, Terrifier 2, der brutalste, ekligste Film, Leute sind in Ohnmacht gefallen, haben sich bekotzt und so weiter. Und ich dachte mir, okay, ich will mir den Film mal anschauen. Im Übrigen, den Film gibt es uncut auf Amazon Prime Video im Stream. 13 Euro oder 14 Euro oder was ich da jetzt bezahlt habe. Soll jetzt keine Werbung für Amazon Prime sein, nur für die Leute, die den Film aussehen wollen. Ungeschnitten, weil auf Blu-ray gibt es den nur geschnitten und auf DVD oder halt Import dann ungeschnitten. Aber wenn ihr den ungeschnitten haben wollt im deutschen Ton, Amazon Prime. Macht es, solange der da noch drin ist. Wer weiß, ob er wieder rausgenommen wird aus dem Sortiment. Genau. Also habe ich mir den Film dann angeschaut und habe mir gedacht, hey, wir haben schon mal eine widerliche Szene im Waschraum. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, Art erwacht, tut den einen Typen in der Leichenhalle erstmal ermorden, Auge raus und Gehirn raus und was weiß ich da, was er mit den Typen alles angestellt hat. Dann geht er in der Reinigung, tut sich erstmal ausziehen, tut sich reinigen. Und da ist dann so ein Mädchen in einem Clownskostüm. Später erfahren wir, dass das Mädchen tot ist und es ist ein Geist und Art der Clown kann ihn sehen und der andere Typ, der da steht, nicht. Muss ich vorstellen, sie spielen dieses Spiel, dieses Zack, 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 Zack. Ne? Das spielen die miteinander. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sehen aus der Sicht
von den Typen, der da auch im Waschsalon ist, und sehe nur noch, wie Art die ganze Zeit mit sich selber sozusagen so macht, so mitten in der Luft. Und ich musste da irgendwie ablachen, weil diese Vorstellung, ihr stellt euch vor, ihr schlaft im Waschsalon, wacht auf und das Erste, was ihr seht, ist, dass jemand die ganze Zeit so macht. Irgendwie witzig. Ja, jedenfalls, bevor die das machen, das Mädchen sitzt da auf der Bank, Art macht so, guckt sie so an, fängt an zu lächeln und die scheißt erstmal auf den Boden. Und ich dachte mir so, bah, scheiß doch nicht einfach dahin, was ist falsch mit dir? Bah, Mädel. So, die kackt da einfach wirklich voll hin, so, und ich wollte essen, Mann. Drecksvieh. Mann, ey. Ja. Moment, ich würde mal kurz was korrigieren. So viel dazu. Dann geht's dann weiter, wir lernen dann ein bisschen Cyanna kennen und so weiter und so weiter. Haben dann noch eine Überlebende aus dem ersten Teil, nämlich die Victoria Brooke, die dann in einer Talkshow ist, ein bisschen über ihre Erfahrungen redet. Und wir haben dann Monica Brown, das ist die Reporterin. Und die wird von Victoria, ja, was heißt umgebracht, schwer verletzt, indem sie ihr das Gesicht dann abreißt, wo ich mir auch dachte, ja, moin. Erstmal, also sie selber hat ein komplett demoliertes Gesicht und sie selber erstmal ein Gesicht abreißen. Sie hat sich bestimmt gedacht, das ist jetzt meins, das knall ich mir in mein Gesicht. Keine Ahnung. Ja. Kommen wir erstmal zum Üblichen. Das Schauspiel in den Filmen ist bei mir auf Mittel. Wir hatten Schauspieler gehabt, wo ich mir dachte, ja. Wir hatten auch Schauspieler gehabt, wo ich mir dachte, ach Gott, Asylum lässt grüßen. Also wirklich. Ja, der Film ist eine billige Produktion, ist auch ein bisschen trashig gemacht. Und die Effekte, ich meine, ab und zu sieht man, dass Art da gerade eher eine Puppe auseinander nimmt, statt jetzt einen menschlichen Körper. Und teilweise diese Flüssigkeit, die rauskommt, das ist doch nie im Leben Blut gewesen. Das ist irgendwas anderes gewesen. Aber trotzdem ist halt mit den Schauspielern so die Sache, Schauspieler tragen ja einen Film. Wenn ein Schauspieler gut Schauspieler hat, dann denkt man sich, nice. Wenn er scheiße Schauspieler hat, denkt man sich, ja. Und es gab hier ein paar Leute, da habe ich mir gedacht, oh, bitte verreck einfach. Wir haben da zum Beispiel zwei Jungs am Anfang, oder was heißt am Anfang, die finden dann so ein totes Tier, holen dann Jonathan hinzu. Und die beiden Jungs, wie dieses Schauspiel, boah, nee, und dann dieses Mädchen, der eine Junge schreit zum Mädchen, ja, hier, komm mal her, da ist gerade eine Katze, die hat Katzenbabys. Und das Mädchen komplett so, la. Totes Tier, nee, da renne ich mal weg. Dieses Schauspiel wirklich, boah, Gottes Willen. Ich weiß, ich bin eigentlich der Letzte, der sich über Schauspieler aufregen sollte, über schlechtes Schauspiel. Aber das hab ich, da habe ich mir wirklich gedacht, boah, ey, zum Glück haben die nur an dieser einen Szene vorher. Das war ja meine Fresse. Die Synchro ist bei mir auch auf Mittel. Die Mutter Barbara Shaw hat so eine Synchro, wo ich mir dachte, alter Falter, also Elvin und die Chickmans ist ja ein Scheiß dagegen. Die hat wirklich so eine hohe Stimme. Alter, ich glaube, hätte ich meine Anlage aufgerissen, ich glaube, ich wäre jetzt taub, weil die anfängt zu reden. Das ist ja der Hammer, Alter, die armen Leute im Kino. Ja, die Kills sind super brutal, ich habe es ja vorhin kurz angesprochen, die Schlafzimmerszene. Also was er da mit diesem Mädchen anstellt, das ist der Wahnsinn, ey. Boah, Arm abgerissen, Kopfhaut abgerissen, Auge raus, beim Bein die Haut abgezogen und boah, meine Fresse, tausende Stiche in den Rücken, ebenfalls die Haut abgezogen. Alter Verwalter, meine Herren. Also das war eine Szene, da habe ich mir auch gedacht, boah. Vor allem was witzig ist, sie komplett kaputt da, dann kommt ihre Mutter nur am Schreien, sie, Mom, und die Mutter immer noch, ah, und der Clown sitzt ja auf dem Bett, und die Mutter, ah, und der Clown sitzt da und grinst, die Mutter, ah, anstatt mal wegzulaufen, ey, in der Zeit wäre ich schon Usain Bolt-mäßig, weg, und sie, ah, du kannst deine Tochter eh nicht mehr helfen, und natürlich ist die Mutter auch gestorben, allerdings offscreen. Da gibt es auch eine lustige Szene, wo wir das erkennen, nämlich tun dann die Leute da am Haus klingeln und Arte Clown macht dann die Tür auf und hält dann den toten Kopf, also den abgetrennten Kopf der Mutter, dahin mit Süßigkeiten befüllt. Und jenen ist so scheißegal. Das Einzige, von dem einen Kind hört man, oh, den Kopf will ich auch haben. Von der Mutter, die dabei stand, sie sagt nur, keine Sorge, Kinder, das ist nur Kunstblut. Und ich dachte mir so, ja, nur Kunstblut. Genau. Ja, es ist nur Kunstblut. Wenn die wüssten... Also wie gesagt, die Kids, die hauen auf jeden Fall in den Film rein.
Die Effekte sind bei mir auch auf Mittel. Wie gesagt, wir haben Effekte wie zum Beispiel die Schlafzimmerszene. Das ist gut gemacht. Aber es fällt auch ab und zu auf, dass es wirklich eine Puppe ist. Und zwar haben wir noch einen Ladenbesitzer, der verkauft Halloween-Sachen und der wird auch enthauptet. Und man hat halt stark gesehen, dass das gerade eine Puppe ist, weil das so gummihaftig war, wo sich das hier getrennt hat. Und dann diese Flüssigkeit, die da rauskam, sah auch, ja, für mich persönlich nicht aus wie Blut. Das sah, was ich schon mal gesagt hatte in dem Film, ich weiß nicht mehr, in welchem Review das war, das sah für mich aus wie so ein etwas, wie so ein Joghurt, weil das halt so, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, das sieht halt so komisch aus. Und der Humor in dem Film ist auch gut. Also Terrifier, wie er mit seinen Leuten umgeht, das erinnert mich stark an Chucky und Freddy Krüger. Wie er hier teilweise mit seinen Opfern umgeht. Ich meine ja nur, bevor sie dieses Mädchen tötet, also die Schlafzimmerszene wieder, bevor sie die tötet, haben wir es ja hier, er klopft und hält dann dauernd diesen Sack dahin und sie so, tut mir leid, erwachsene Kriegshäusigkeit und er mit dem Sack richtig lustig gemacht. Ich fand schon witzig. Und dann so, ja, wenn du, dann sagt das Mädchen so, ja, wenn du Süßigkeiten kriegst, weil der klopft ja jedes Mal, sie macht die Tür zu, er klopft und klopft und klopft. Und sie so, wenn du Süßigkeiten gibst, wenn ich dir Süßigkeiten gebe, dann lässt du mich in Ruhe, ja? Und dann schmeißt sie ihm mit Süßigkeiten ab und er. Und das Mädchen guckt da rein, sieht diese blutigen Waffen und macht dann ängstlich die Tür zu. Und ich dachte mir so, ja, Moment. Also, wir haben schon lustige Sachen. Kommen wir jetzt langsam mal zum Ende, weil so lange will ich das Video jetzt nicht halten. Aber wobei, ich habe noch ein paar Sachen vergessen. Ja, unter anderem erstmal, Jonathan will sich als Art der Clown verkleiden. Was ich daran lustig fand, war die Tatsache, dass dann seine Schwester gleich sagte: Alter, es gibt ja auch keine Leute, die verkleiden sich als Jeffrey Dahmer. Und ich dachte mir so: erstmal eine kleine Anspielung. Ja, moin, bestimmt wegen der Netflix-Serie, Kappa. Nein, Spaß. Und jetzt kommt eine Sache, wo ich mich gefreut habe. Ihr kennt doch House on Haunted Hill, den Film, den ich damals gereviewt habe von 1958, der ja heutzutage immer noch eine FSK 18 hat. Und daraus sehen wir eine Szene, oder aus dem Film haben wir eine Szene in den Film, und zwar genau die Szene, die ich in meinem Video parodiert hatte mit der stocksteifen Puppe, die da nur so steht und dann so aus dem Raum verschwindet. Und genau die Szene kam in den Film und ich dachte mir so, ach ja, cool. Wir haben auch noch eine kleine Anspielung an Night of the Living Dead, nämlich die Szene mit Barbara. Sie kommen dich holen, Barbara. Kennen wir ja, ne? Aus diesem Film hier. Cool gemacht. Ja, das ist, da wollte ich mal kurz angesprochen haben. So, kommen wir jetzt erstmal zu der Sache. Ist denn der Film wirklich so brutal und ekelhaft, dass man da gleich in Ohnmacht fallen muss? Die Sache ist, das kann ich nicht bestimmen. Für mich persönlich. Ist das wieder so ein Slasher-Film? Ich muss noch kurz was trinken, der Hals ist etwas trocken. Ich meine übrigens Splatter, nicht Slasher. Es ist so ein Splatter-Gore-Film. À la Hatchet zum Beispiel. Oder, was weiß ich, Saw von mir aus auch. Da gibt es auch ein paar Momente, wo ich mir dachte, okay. Aber andere Leute, also jeder sieht es ja anders. Ich sehe es so, durch Vomit Gore nochmal komplett anders. Aber es gibt dann die Leute. Also ich kann mir gut vorstellen, dass bei manchen 10 Leute im Kino vielleicht sich übergeben mussten. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Leute direkt im Koma fallen oder in Ohnmacht fallen, weil da jetzt Arte Clown mal kurz jemanden umbringt. Also das kann ich mir eher nicht vorstellen. Aber dass da der ein oder andere vielleicht kotzen musste, ja. Das könnte schon sein, ja. Ne? Also das ist mir etwas realistischer als, ja, ich bin jetzt mal kurz in Ohnmacht gefallen, weil mein Problem dabei ist, wenn die in Ohnmacht gefallen wären, müssten sie theoretisch vielleicht, also jetzt nur theoretisch, sich eigentlich das Genick gebrochen haben, weil wenn der in Ohnmacht fällt, dann macht ja euer Körper erst ja dann. So, und wenn ihr jetzt, angenommen, ihr sitzt vorne, so wie ich jetzt, und ihr fallt in Ohnmacht und fallt zurück und fallt dann mit dem Kopf auf der hinteren Lehne, Genickbruch, ist vorbei. So, und ich habe jetzt nicht gelesen, dass da irgendwer im Kino verreckt ist. Ne? Also, deswegen. Klar kann ja trotzdem einer in Ohnmacht gefallen sein, muss ja nicht unbedingt jetzt das Genick gebrochen sein oder sowas. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Oder wie ich das versuche zu erklären. So, leider muss ich jetzt nochmal zum Ende des Films kommen. Erst einmal, der Film hat seine Probleme, indem er einfach viel zu lang geht.
Der läuft über 2 Stunden und 10 Minuten, um genau zu sein. Wir haben tausende Szenen, wo ich mir dachte, oh ja, jetzt ist der Film vorbei. Und dann zack, ging es wieder weiter und dachte ich mir, okay, jetzt ist er aber vorbei. Und dann bam, ging es schon wieder weiter. Und da dachte ich mir nur, oh, es reicht doch langsam mal, Mann. Weil sie tausendmal haben sie auf Art eingestochen, erst stechen sie auf ihn ein über den Kopf. Dann dachte ich mir, ja, jetzt endlich vorbei. Bam, kommt Art schon wieder zurück. Dann tun sie, was haben sie dann gemacht? Dann haben sie den angeschossen oder erschossen, besser gesagt. Dann kommt er schon wieder zurück. Und dann haben sie zum Schluss ihn den Kopf abgeschlagen und dann kam er erstmal nicht mehr zurück. Dann war der Film endlich vorbei. Also die Laufzeit wirklich einfach zu lange. Und dann hat mir auch nicht gefallen, müsst euch vorstellen, Sienna ersäuft, sie fällt in so einen Wassertank, wird dann festgehalten, also ist am Fuß gefesselt und kommt nicht mehr raus. So, und ich dachte mir so, okay, jetzt wird's interessant, wie kommt jetzt Jonathan, ein 12-jähriger Junge, von Arte Clown weg? Und dann kommt's, das Schwert fängt an zu leuchten und dann kommt eine mysteriöse Kraft und Sienna erwacht zum Leben, hat dann auf einmal die Kraft, sich be zu befreien und nach oben zu kommen, damit sie dann schlussendlich auf Art mit dem Schwert einstechen kann und zum Schluss ihn den Kopf abhacken kann. Wo ich mir auch dachte, woher kommt das jetzt? Warum hat sie jetzt auf einmal irgendwelche Kräfte, die sie aus dem Leben zurückhalten kann? Was zum Henker ist hier eigentlich mit diesem Film los? Er hat mir die ganze Zeit gefallen. Ich habe ihn auch relativ ernst genommen, bis diese Szene kam. Dann habe ich mir gedacht, was ist das für ein scheiß Ende? Das wäre ein geileres Ende gewesen, wenn Sienna tot gewesen wäre und wir jetzt mit Jonathan mitgefiebert hätten, wie er da wegkommt. Nein, stattdessen musste irgendein Schwert, muss dann sie wiederbeleben, wo ich mir dachte, oh, das wird ein Kackende, ey. So. Und so viel dazu. Also der Film, Endfazit, der Film kriegt von mir eine 6,5 von 10 Punkten. Er hat mir relativ gut gefallen, muss dazu jetzt allerdings sagen, dass ich den ersten Teil nicht kenne. Ich habe den zwar auch, aber halt nur geschnitten, deswegen habe ich mir den auch noch nicht angeschaut. Ja. Schlussfazit, jeder Gore-Fan kommt auf jeden Fall auf seine Kosten. Wir haben ja ordentlich was zu sehen. Wir haben zwar jetzt nicht einen allzu hohen Bodycount, aber wenn was passiert, dann richtig. Ja. Ich würde mir auch einen dritten Teil vielleicht anschauen, wenn es überhaupt noch einen dritten Teil gibt, weil, ey, die haben mir jetzt den Kopf abgehauen. Also wenn er jetzt schon wieder zum Leben erweckt, dann, keine Ahnung, ey, dann à la Chucky, gefühlt, dass er dann jedes Mal neu zusammengebaut wird, keine Ahnung. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein, Leute, und ciao.